Hey Leute, ich bin MacTaverick. Hier könnt ihr meine Weinrebe sehen und vielleicht habt ihr ja auch Lust, euch eine eigene Weinrebe selber zu ziehen. Da gibt es die Möglichkeit der Stecklingsvermehrung, darüber habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Und es gibt eine sehr vielversprechende Möglichkeit, die garantiert immer klappt, das ist das Ganze über Absenker zu machen. Und das möchte ich euch einmal hier an meiner Weinrebe zeigen, wie das funktioniert. So, das Wichtigste möchte ich gleich mal vorweg sagen. Und zwar darf man nicht in allen Gebieten von Deutschland Weintrauben bzw. Weinreben durch Stecklinge oder Absenker selbst vermehren. Das darf man nur außerhalb der Weinanbaugebiete. Grund ist die Reblaus. Ja. Und das hier sind Sorten, die sind extra so gezogen, dass die Reblaus denen eben nichts anhaben kann. Das sieht man auch hier, dass die hier draufgepropft worden sind auf eine gewisse Pflanze und gekreuzt worden sind, damit das eben nicht passiert. Und wenn ihr jetzt einfach Stecklinge nehmt und die anbaut, dann könntet ihr Ärger bekommen. Deshalb erkundigt euch erst, wo ihr lebt, ob das dort erlaubt ist. Ich mache das hier bei mir in meinem Garten, hier ist es auch erlaubt und mache das Ganze auch nur im Topf. Da sollte es also keine Probleme geben. So, dann fangen wir mal an. So, der beste Zeitpunkt, um die Vermehrung vorzunehmen, das ist der frühe Sommer. Ich mache jetzt hier die Absenkermethode. Da ist nämlich der Vorteil gegenüber der Stecklingsmethode, dass der Ableger dann an der Mutterpflanze dran bleibt, darüber versorgt wird, aber ja, er wird eingebuddelt, abgesenkt im Erdreich und dadurch bilden sich dann irgendwann Wurzeln. Sollten so 2 bis 3 Knotenpunkte letztendlich in der Erde sein, das heißt, man senkt das Ganze ab. Ja, ich habe hier schon mal ein bisschen Erde angehäuft. Dann buddelt man das Ganze entsprechend ein. So ungefähr sollten 10 cm Erde drüber sein. Dann wird das Ganze durch einen Stein beschwert, damit es auch an Ort und Stelle bleibt. Und dann ist wichtig, dass das Ganze auch gut angegossen wird und auch immer feucht bleibt, damit sich die Wurzeln bilden. Ja, was braucht eine Wurzelbildung? Die braucht Wärme und Feuchtigkeit. Ja, wir haben jetzt Sommer, da kommt die Wärme her. Und auf die Feuchtigkeit, da achte ich halt, weil ich dann regelmäßig die Pflanze begutachte und entsprechend gieße. Und jetzt heißt es abzuwarten bis zum Spätsommer bzw. Herbst und schauen, was passiert. So Leute, wir haben jetzt schon den Monat Oktober. Und wir hatten nochmal schönes Wetter und jetzt will ich mal gucken, was hier mit meinem Absenker passiert ist. Ich will den jetzt gar nicht umpflanzen, auspflanzen, ich lasse den einfach auch das Winter über hier drin, aber ich will mal schauen, ob sich schon irgendwie Wurzeln gebildet haben. Ja, hier kommen schon die ersten Wurzeln mir gleich entgegen. Seht ihr? Und wenn ich dran ziehe, dann merke ich auch, dass das die von der Pflanze sind. Ja, ich glaube, ein paar Blätter sind auch dazu gekommen. Das ganze Ding ist also ja gut gewachsen, weil es auch an der Mutterpflanze noch dran ist. Ja, da seht ihr also, Wurzeln sind dran. Die Absenkermethode funktioniert. Ich mache das jetzt wieder fest und erst im Frühjahr. Da sollen sich noch ein paar mehr Wurzeln bilden. Die Pflanze soll stark werden. Sie wird ja ohnehin jetzt weiter noch versorgt von der Mutterpflanze. Aber sie könnte jetzt schon abgetrennt werden, ausgepflanzt werden. Und man hätte dann seine eigene Pflanze. Ja, ich hoffe, dass euch diese kleine Anleitung gefallen und geholfen hat. Ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr mich gerne kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis dann, euer MacTaverick.